Hi, I'm Todd Pappy, Star Citizen Live Game Director. Hi, I'm Ian, I'm the Art Director. Durch das CitizenCon 2951 Panel mit dem Titel Live in the Verse führen Todd Pappy, Star Citizen Live Game Director, Ian Leyland, Art Director für Star Citizen und Dave Haddock, Narrative Director. Time. Now it's time to, you know, in diesem ersten Panel geht es um die Konzeptionierung von Pyro und die technischen Herausforderungen. Ein visuell spannendes Panel, das ich in mehrere Teile aufteilen möchte. Zuerst geht es um die Konzeptionierung, um die Konzeptphase. Endlich heißt es also Abschied nehmen von Stanton, beginnen Sie. Wir haben lang hier gelebt und jetzt ist es an der Zeit, neue Grenzen ins Visier zu nehmen. Der Jump Point hat sich ein wenig verändert im Vergleich zu dem, was wir noch vor 2 Jahren gesehen haben. Eines der Dinge, die für Chris Roberts sehr wichtig waren, ist, dass er das Gefühl haben wollte, dass es etwas ganz Wundersames ist, etwas ganz Erstaunliches. Es ist nicht düster, nicht geheimnisvoll, nicht feindselig vor allem, sondern eher, wie gesagt, wundersam. Als CRG anfing, sich mit Pyro zu befassen, mussten sie sich überlegen, wie die Jump Points funktionieren, wenn man von Stanton nach Pyro oder von Pyro nach Stanton reist, und über die Grenzsicherheit auch nachdenken, mit der Infrastruktur, die dort benötigt wird. Was gibt es hier für Geschichten in der Lore? Denn auf der einen Seite, auf Pyros Seite, ist es ein gesetzloser Raum, auf der anderen Seite hat man es mit der UEE zu tun. CRG musste sich also Gedanken darüber machen, wie das Ganze funktioniert und wie die Schmuggler mit den Sprungpunkten und den sekundären und tertiären Routen, die zum Hauptsprungpunkt führen, arbeiten würden. CRG nennt es intern den Schweizer Käseansatz. Es gibt eine Art Haupteingang auf Stanton, der bewacht wird, mit der Infrastruktur, den Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Aber es gibt auch die Möglichkeit, auf anderen Wegen hineinzukommen, um das alles zu umgehen. Und wenn es in der Nähe eine Menge Infrastruktur gibt, entsteht der Eindruck, dass diese Infrastruktur für den Jump Point verantwortlich ist. In Wirklichkeit aber handelt es sich um eine natürliche Erscheinung. Ein interessantes Gleichgewicht wird hier erzählt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um einen Kontrollpunkt handelt, der aber gleichzeitig von den Schiffen und nicht von den Strukturen geschaffen wird. Die Einführung von Sprungpunkten war eine interessante Reise, denn CRG hat ein neues Element in Star Citizen entwickelt. Sie haben viel Zeit darauf verwendet, 2 solide Beispiele für verschiedene Arten von Sprungpunkten zu schaffen, die wir später überall im Verse sehen werden. Einen in Stanton und einen in Pyro. Sie verwenden Houdini als Werkzeug, um diese Gaswolken zu erstellen. Zu Houdini möchte ich kurz ein Wort mehr erzählen. Houdini ist eine 3D-Animations- und Spezialeffektanwendung, die von Side Effect Software entwickelt wurde, einem 25 Jahre alten Unternehmen mit Sitz in Toronto. Houdini wurde für Artists entwickelt, die in den Bereichen 3D-Animation und visuellen Effekten für Film, Fernsehen, Videospiele und virtuelle Realität arbeiten. Das Programm bringt diese Welten in einer einzigen leistungsstarken Plattform zusammen. Stellt euch vor, ein herkömmlicher Bildhauer geht an seine Arbeit heran. Er hat vielleicht eine Idee im Kopf, aber er hat keine detaillierte Liste von Aktionen, die er ausführen muss. Er fängt einfach an und trifft seine Entscheidungen nach und nach. Wenn man hingegen prozessorientiert denkt, ist es so, als ob man das Rezept kennt und eine Liste mit den einzigen Handlungen in einer richtigen Reihenfolge abarbeitet, bevor man überhaupt anfängt. Houdini, wie gesagt, arbeitet aber prozedural und das hat 2 große Vorteile. Skalierbarkeit und einfache Änderungen. Ein prozeduraler Arbeitsablauf macht es einfacher, ihn zu skalieren. Nehmen wir an, ihr müsst 100 Gebäude modellieren und zerstören. Auf herkömmliche Weise müsstet ihr jedes einzelne Gebäude erstellen und anschließend zerstören. Wenn man mit Houdini arbeitet, kann man die Anweisungen für ein Gebäude erstellen und sie 100-mal wiederholen. Ein prozeduraler Arbeitsablauf wie in Houdini ist ein Lebensretter in der Produktion, wenn Artists Änderungen an einer einzelnen Aufnahme oder an einem einzelnen Element vornehmen müssen. Mit einem prozeduralen System kann man einfach Änderungen oder Anpassungen in den Eingabeanweisungen vornehmen und das System aktualisiert die Ausgabe. Das ist viel bequemer als stundenlange Arbeit manuell rückgängig zu machen und dann wieder von vorne anzufangen. Deshalb ist Houdini heute überall in der Branche zu finden. Die VFX-Abteilungen in Film und Fernsehen verwenden es fast ausschließlich für Simulationen und Partikelsysteme. Auch in kommerziellen Produkten wird Houdini wegen seiner Skalierbarkeit häufig eingesetzt, denn eine schnelle und einfache Produktion von kreativen und dynamischen Ideen ist entscheidend.
Daher ist die Industrie immer auf der Suche nach Houdini-Experten, die sich mit Problemen und besonderen Aufgaben beschäftigen. Doch was genau kann Houdini eigentlich? Nun, es deckt alle wichtigen Bereiche der 3D-Produktion ab, einschließlich Modellierung, Animation, Partikel, Dynamik, Beleuchtung, Rendering, volumetrische Effekte, Compositing. Man kann Plugins benutzen, um Entwicklungsbibliotheken zu erstellen und vieles mehr. Wie ihr seht, Houdini ist ein sehr leistungsfähiges, mächtiges Werkzeug, das aus der Animationsbranche nicht mehr wegzudenken ist. Es wurde und wird in Disney-Animationsfilmen für Spezialeffekte, zum Beispiel in den Avengers-Filmen oder Game of Thrones verwendet, aber auch in Spielen wird es eingesetzt und neben CIG von Blizzard, CD Projekt Red, Ubisoft, Valve und vielen anderen verwendet. So, und nach diesem kurzen Abstecher zu Houdini kehren wir nun zum CitizenCon 2951 Panel Live in the Verse zurück. Eine Gaswolke ist nicht gleich eine Gaswolke. Sie bestehen aus einer übergeordneten Gaswolke, der Elterngaswolke, und einer untergeordneten Gaswolke, der Kindgaswolke. Die übergeordnete Gaswolke wird hauptsächlich als Einführungsbild verwendet, wenn ihr mit eurem Schiff von der Quantumreise kommt, während die untergeordnete Gaswolke die Hauptumgebung für das Spiel darstellt und innerhalb der übergeordneten Gaswolke platziert wird. Das Kind hat auch einen vernünftigen Maßstab, der die durchschnittliche Geschwindigkeit eures Schiffes im Auge behält, sozusagen. Diese Dinger sind nicht annähernd so groß wie echte Nebel, falls euch das interessiert, aber die Sprungpunkte sind auf keinen Fall klein. Hier ist ein Beispiel für einen Pyro-Sprungpunkt neben Microtech. Um den Vorgang etwas genauer zu erklären, erstellt Jake das Elternteil in einem großen Maßstab und schneidet dann einen kleinen Kasten in der Mitte aus. Innerhalb des kleinen Kastens sammelt er Volumendaten des Elternteils, erhöht die Auflösung und fügt dann Details hinzu. Die Details hängen davon ab, welche Art von Gaswolke man haben möchte und ob man einfach durch sie hindurchfliegen möchte oder nicht. Normalerweise verbringt CRG viel Zeit damit, verschiedene Designs für die Gaswolken zu untersuchen, aber beim Stanton Jump Point wurde die Arbeit bereits begonnen und in der CitizenCon Demo 2019 verwendet. Sie mussten jetzt nur noch die Houdini-Datei bereinigen und das Spiel fertigstellen mit ein paar zusätzlichen Optimierungen. Einige der Änderungen, die sie am Elternteil vorgenommen haben, sorgen dafür, dass es sich mehr wie eine strukturell solide, rotierende Scheibe anfühlt. So soll sich ein sicherer und gut genutzter Sprungpunkt anfühlen. Die untergeordnete Gaswolke, die Kindgaswolke, wurde drastischer verändert. Früher hatte sie einen Haufen dunkler Wolken um sie herum. CRG war der Meinung, dass sie ein bisschen zu verschlossen wirkte, also haben sie die magnetischen Linien in der Mitte verändert, um eine wirklich interessante, horizontale, fließende und entspannende Komposition zu schaffen, die uns auf den ersten Blick zeigt, dass Stanton selbst ein sicherer Ort ist. Die übergeordnete Gaswolke für Pyro wurde mit demselben Verfahren erstellt wie die übergeordnete Wolke von Stanton. Allerdings wurde die Form der Wolke so verändert, dass sie bedrohlicher und gewalttätiger wirkt. Sie wollten, dass die Enthüllung von Pyro eine kleine Warnung ist, was dich im gesamten System erwartet. Also haben sie diese Wolke sehr geschlossen, sehr dicht und sehr aktiv gestaltet. Sie haben es zu einer kleinen Herausforderung gemacht, die untergeordnete Gaswolke zu durchqueren. Etwas, das nicht zu lange dauert, aber bei der Durchquerung in Betracht gezogen werden sollte, dass es hier gefährlich ist. Was dabei geholfen hat, schnell eine lustige Route zu erstellen, war, in der Engine eine Whitebox-Spielfläche aus fester Geometrie zu erstellen und sie gleich zu umfliegen. Nachdem sie mit der Route zufrieden waren, exportierten sie die Geometrie zur Verwendung in Houdini, wo sie sie in ein Volumen umwandelten und es mit dem auflösungserhöhten Bereich des Elternteils kombinierten, um es als Kindwolke dann wieder zu exportieren. Sie wollten sicherstellen, dass sich die Systeme sehr unterschiedlich anfühlen. Das haben sie unter anderem durch die Form der Sprungpunkte erreicht. Wie Jake bereits erwähnt hat, fühlt sich Stanton mit seiner scheibenartigen Form sehr sauber, ordentlich und generell sicher an, während Pyro eher gewalttätig und verzweifelt wirkt, was sich auch in seiner Form zeigt. Der Vergleich wird in den beiden Kindwolken gut dargestellt. In der Stanton-Kindwolke gibt es schöne lange Stränge der magnetischen Wellen, die den Sprungpunkt einkapseln und die sich harmonisch, schön und frei anfühlen. In der Pyro-Wolke hingegen zeigt
zeigt sich fast das Gegenteil. Die Randbereiche fühlen sich an, die Wolkenwände, als würden sie auf dich zukommen, sich auf unvorhersehbare Weise bewegen und völlig instabil sein. Euer Schiff kann in diese Wolkenwand reinfliegen und innerhalb einer Sekunde verschwinden. Auch die Beleuchtung spielt eine große Rolle dabei, wie wir uns in diesen Räumen fühlen. Man kann sehen, wie der Ton und die Stimmung in diesen Gebieten sehr unterschiedlich sind, und die Beleuchtung ist der Schlüssel dazu. So, das war ein kurzer Blick auf die Jump Points. Sie haben sich seit dem letzten Mal, als wir sie gesehen haben, ganz schön weiterentwickelt. Enjoy the rest of the show. Thanks, Jake. So one of the things that players first probably come across when they come into the Pyro system is eine der Dinge, auf die die Spieler und Spielerinnen wahrscheinlich zuerst stoßen, wenn sie das Pyro-System betreten, dort hineinfliegen, auftauchen, das ist eine Raumstation. Wir wissen, dass diese vor langer, langer Zeit entdeckt wurde. Sie wurde als unbewohnbar eingestuft, weil es einfach in diesem Bereich des Weltraums zu gefährlich wurde aufgrund des explodierten Sterns. Also nutzen sie das System als Rohstofflager. Und als es keine Ressourcen mehr abzubauen gab, zogen die Menschen einfach ab und dann kamen die Besetzer. Es gibt also eine ältere Infrastruktur, die gebaut wurde, um den Bergbau, die Gasgewinnung und so weiter aufrechtzuerhalten. Aber die Menschen zogen einfach weg und dann kamen nach und nach andere Bevölkerungsgruppen in das System. Kriminelle, Hausbesetzer sozusagen, Überlebende, was auch immer. Und sie begannen, das zu übernehmen, was zurückgeblieben war. Es gibt ein einzigartiges Gameplay im Vergleich zu Stanton und hinsichtlich der Raumstationen dort. Bei Pyro sind die Stationen so baufällig, dass einige von ihnen bewohnt sind, aber andere sind völlig verlassen und die Spieler können entscheiden, ob sie sie erkunden wollen. Sie können nachsehen, was dort passiert ist, ob eine Station von einem Asteroiden getroffen wurde oder ob es dort früher Auseinandersetzungen und Kämpfe gab. Ihr könnt die verschiedenen Decks erkunden und neue Leute treffen, den Frontier-Lifestyle kennenlernen, den Grenz-Lifestyle und ihn genießen. Bevor wir ins Innere der Station gehen, schalten wir jetzt zu Eric, der etwas ausführlicher auf den Konzeptentwicklungsprozess eingehen wird, der bei der Betrachtung der Außenbereiche durchgeführt wurde. Hi, I'm Eric Gagnon, Principal Concept Artist. Eric Gagnon ist Franzose, vermutlich aus Montreal, und leitender Concept Artist bei Star Citizen. Das Ziel dieses ersten Schritts der Skizzenentwicklung, erzählt er, ist etwas zu schaffen, das nicht einladend ist, gefährlich, von Asteroiden beschädigt und von schwebenden Trümmern umgeben. Ein Versteck für Geächtete, das alt und heruntergekommen aussieht. Gesetzlos. Keine Sicherheitskräfte hier. Annäherung auf eigene Gefahr. Industrielles Aussehen, unordentlich, aber nicht ganz verlassen. Einige Teile sind kaputt, andere werden vielleicht repariert. Eric erklärt, dass er gerne mit den Schwarz-Weiß-Skizzen anfängt. So kann er sehr schnell vorgehen und sich nur auf die Form konzentrieren. Dann versucht er, mit einem Hauch von Farbe zu spielen, um mehr von der Plattform des Handelshafens zu erkennen. Er probiert verschiedene Schemata aus, um den gesamten Look mit einer rustikalen Stimmung und Brauntönen zu unterstreichen. Ein wenig Licht um die Skizze herum ermöglicht es, den Maßstab der Sache zu erkennen und die Silhouette richtig zu betrachten. Dann geht er zu 3D über, um mit dem Mechanismus und der Funktionalität zu spielen. View the silhouette. We expand on 3D to play with the mechanism and functionality. This is the color sketches. Das sind die Farbskizzen aus verschiedenen Winkeln. In dieser Skizze können wir die Ankunft der Asteroiden und den Abbau der Sperrzone sozusagen spüren. Wir brauchen aber auch einige Blickwinkel von oben, um die Größe und den Maßstab richtig zu zeigen. Mit all diesen Elementen kann CRG nun eine schöne Palette des gesamten Konzepts zusammenbauen. Das Wohnmodul mit dem Namen Shantytown ist eine schöne Idee, eine Art kleine Stadt am Rande der Raumstation. The piece together. The Shantytown module habitation is a nice idea to add a kind of small city on the outskirts. Hier hat Eric also diese Formen skizziert, um etwas mehr Modulares zu schaffen. Ausgehend von den Graustufen ist es ziemlich einfach, einen Farbdurchlauf zu machen. Er hat mit einer Farbpalette gespielt, die die Stimmung von Shantytown widerspiegelt. In dieser Skizze können wir gut sehen, wie cool die Gegend sein wird. In this sketch, here we can easily see how cool the area is going to be.
Ein anderer Blickwinkel ist auch sehr schön. Es ist interessant, mit warmen und kalten Farbkontrasten zu spielen. All diese verschiedenen Blickwinkel helfen dabei, die verschiedenen Elemente des Konzepts zu definieren und herauszustellen, um es richtig zu illustrieren. Jetzt haben wir eine schöne Tafel aus der Skizzenphase. Eric wendet den gleichen Prozess hier für die kommerzielle Hafenplattform an. Die Schwarz-Weiß-Skizzen sind ein guter Weg, um zu beginnen. In diesem Bild sehen wir die Silhouettenskizzen für die Vorderseite der Weltraumhafen-Plattformstruktur. Ein kurzer Plan in der Seitenansicht ist notwendig, um diesen Entwurf gut zu gestalten. Wir können die Form spüren, das Verhältnis und die Größe dessen, was CRG erreichen will. Und natürlich wird eine Farbskizze erstellt, um zu sehen, wie es aussehen könnte. Wir sehen den industriellen Look und einige potenzielle Details, um ihn besser zu definieren und zu vertiefen. Eric erforscht dieses Industriegebiet, die Rohre, die Tanks, die eckigen Formen und die Farbgebung genauer. Die Kombination von 2D- und 3D-Skizzen hilft dabei, die Designabsicht richtig zu vermitteln, erklärt Eric. Das ist mittlerweile eine gängige Technik, aber sie ist auch wirklich effizient, um Bereiche des Konzepts hervorzuheben. Der Einsatz von 3D ist auch sehr nützlich für alle Level-Designer, um die Größe und Form von Dingen zu überprüfen, wenn sie die Umgebung im Spiel gestalten. Sprechen wir nun über die große Reparaturmaschine, die sich hier versteckt. Diese Maschine könnte dazu verwendet werden, von Asteroiden beschädigte Oberflächen zu reparieren, inspiriert von den EV-Maschinen, die wir im Bergbau sehen können. Es ist schön zu sehen, dass die gesamten Ideen auf einem einzigen Board vereint sind. Das sieht toll aus und macht Lust auf den nächsten Designschritt. Auch die Stimmung muss stimmig sein. Hierfür erstellt CRG ein Moodboard aus verschiedenen Aufnahmen. Es zeigt, wie die Beleuchtung eingesetzt wird, um den Ton der Umgebung durch verschiedene Optionen und Farbpaletten zu bestimmen. Schließlich gibt es noch einige Optionen für die Farbe der Außenflächen. Sie arbeiten mit einer Liste von Marken und Fraktionen, das sie in das Design einbauen. Sie begannen mit den erzählerischen Dingen, arbeiteten an der visuellen Identität der verschiedenen Marken und erkundeten die verschiedenen Möglichkeiten, wie all das die Umgebung repräsentiert. Aufkleber, flache Oberflächen, Graffiti oder auch offizielle Anstriche. Das macht die Skizzen lebendig und versetzt die Designer, die Artists dann in das Universum von Star Citizen, so wie uns ja am Ende auch. Die Outlaw-Stationen sind ein Symbol für das Pyro-System und CRG hofft, dass diese erste Konzeptphase für das Äußere uns genauso begeistert, wie es ihnen Spaß macht, sie zu erstellen. Das war der Außenbereich und jetzt gehen wir von der Außenseite zum Innenraum über. Bevor CRG mit der Erkundung begann, haben sie sich mit dem Thema Energie und Wärme beschäftigt. Jetzt haben sie also diese großen Innenbereiche dieser alten Bergbaustation. Wie hätten sie den Raum angepasst? Wo wird der Strom erzeugt? Wo wird er gebraucht? Und diese Stromerzeugungsorte, die erzeugen Wärme. Also hat CRG überlegt, okay, wo würden wir Wärmelampen hinstellen oder aus welchen Quellen soll das Licht kommen? Das Grundkonzept, das Strom, Wärme und Licht erzeugt, war also so ziemlich der Kern des visuellen Entwicklungsprozesses. Als CRG anfing, über das Design zu sprechen, mussten sie sicherstellen, dass sie bestimmte Geschäfte abdecken, einfach die Grundbedürfnisse der Spieler und Spielerinnen. Alles ist sehr einfach gehalten. Es könnte sein, dass es früher ein Bekleidungsgeschäft war und jetzt ist es ein Lebensmittelladen. Und so haben sie es dann umfunktioniert. Die Gangs sind eingezogen und dadurch ist es jetzt nicht mehr das, was es mal war. Aber man sieht immer noch die alte Struktur, das Skelett von früher. Pyro steht für die Präsenz der Gangs und die Vorstellung, dass sie sozusagen das Gesetz in der Gegend sind. Wir können also sehen, wie die Bandenmitglieder kommen und einige der Ladenbesitzer um Schutzgeld erpressen oder Miete einnehmen. Ja, oder sogar bei uns Spielern auch was rauspressen. Als CRG anfing, einige der Nebengebiete zu erforschen, gab es noch andere Dinge, andere Faktoren, die sie abdecken mussten, wie zum Beispiel Wohnhäuser und Kliniken. Die Spieler brauchen einen Ort zum Schlafen, um sich auszuloggen und eine Möglichkeit, sich heilen zu lassen. Und dann hat CRG angefangen, die gleiche oder eine ähnliche Behandlung, die sie mit dem Hauptmarkt machen, auf die HEPs zu übertragen, auf die Wohncontainer und zu überlegen, wie sie möglicherweise
umgenutzt, umgestaltet werden können oder auf die Kliniken und wie diese möglicherweise umgestaltet werden können. Sie wollten sicherstellen, dass alles in seiner ursprünglichen natürlichen Form zusammenhängt. So wie die Stationen aufgebaut sind, durften die Spieler nicht in die Wohnräume der Menschen, die auf der Station lebten, und auch nicht auf die unteren Decks, wo der Strom, die Schwerkraft und die Generatoren sind. Und hier werden diese neuen Bereiche jetzt eingeführt. Das eröffnet den Spielern neue Möglichkeiten, Dinge zu erforschen und alles Mögliche zu tun. Aber es sind auch Gebiete, die die Banden, die Gangs vielleicht beschützen wollen. Es gibt viele Möglichkeiten für Missionsinhalte, sei es, dass ihr euch selbst in eine Gang irgendwo raufarbeiten wollt oder auch andere kleine Dinge tut, die euch tief in das Innere dieser Stationen und dieses Systems hineinführt. Okay, so that's a little look at das war ein klitzekleiner Einblick in das Innere der Raumstation, aber jetzt kommen wir zu Christian, der uns einen tieferen Einblick in den Konzeptentwicklungsprozess im Inneren der Stationen geben wird. Christian Doretz ist ein leitender Concept Artist im Environment Team und wir werden uns jetzt die Konzeptentwicklung für die Raumstationen ein wenig näher ansehen. Als erstes haben Sie sich die Wärmekarte, die Heatmap, angesehen. Wie wir sehen können, gibt es keinen Strom mehr, keine Heizung und keine atembare Luft, keinen Sauerstoff. Es gibt also so ziemlich alle zusammenhängenden Gebiete, die auf eine Art leblos sind. Man würde sich also nicht irgendwo zwischen diesen leeren Korridoren niederlassen. CRG versucht, die entwickelten Ideen zu sortieren und sie zu Papier zu bringen. Sie erforschen also verschiedene Ideen, die ihnen im Konzeptteam vorschweben. Sie denken über Wege nach, die der Spieler und die NPCs nehmen können. Sie denken darüber nach, was passieren würde, wenn plötzlich ein Weg versperrt ist oder sich ein anderer öffnet. Sie denken über die Vertikalität nach und darüber, wie die Spieler und Spielerinnen oder NPCs all diese interessanten Bereiche durchqueren können, die am Ende ziemlich bedrohlich sind. Stellt euch vor, es gibt Leute, die schrauben Seitenwände an der Wand ab oder sie schrauben Deckenplatten ab. Und ihr würdet alle Wartungsbereiche dahinter sehen. Wir würden also eine Menge Verstrebungen sehen, eine Menge Arbeitsbereiche, Kabel, die irgendwo runterhängen. Und das waren die allerersten Skizzen, auf denen wir sehen können, wie sich später das alles entwickeln wird. Und CRG begann dann auch langsam mit einigen groben 3D-Skizzen. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass Christians Team mit den Environment Artists gesprochen und sie um einige der aktuellen Reststops und Texturen gebeten hat, um diese dann in 3D zu übertragen. Sie änderten alle Requisiten, alle Einrichtungsgegenstände, alle Seitenwände und die gesamte Umgebung. So können sie, wenn sie auf die Referenzen zurückblicken, dieses Gefühl vermitteln, was sie erreichen möchten. Sie können mehr Schmutz einbringen, sie können beschädigte Platten und Seitenwände einbauen und diesen Seitenbereich dann weiter erkunden. Der große Vorteil dabei ist, dass sie die Umgebung so gestalten können, wie sie es wollen. So haben sie zum Beispiel alle Lichter ausgeschaltet, weil sie keine Beleuchtung brauchen. Sie wollen ihre eigene Beleuchtung schaffen. Die jetzigen Reststops sind nämlich super hell. Sie sind familienfreundlich, aber jetzt will CRG sie unheimlich machen, bedrohlich. Sie wollen sie in eine dunkle Stimmung versetzen. Sie wollen sie so düster gestalten, dass der Spieler sich immer in Gefahr fühlt, vor allem mit Blick auf die Bandenmitglieder dort. Das ermöglicht es CRG, eine der ersten 3D-Erkundungen zu erstellen, die dann zu einem der endgültigen Concept Arts oder der endgültigen Umsetzung führte. Wenn sie also an einem Punkt angelangt waren, an dem sie sich einigermaßen sicher waren oder dachten, okay, das ist jetzt eine Umgebung, die wir uns angucken können, dann kümmerten sie sich um die letzten 20%. Die letzten 20% bedeuten in diesem Fall, dass sie ein letztes Mal gerendert und nochmal grafisch überarbeitet werden. 20%. So the last 20% in this case means having a final render and painting over. So we were just Sie haben also einfach in Photoshop rumgepinselt und noch ein paar Feinheiten für die Stimmung und die Beleuchtung gebaut. Sie malten einige der Decals, der Aufkleber und Graffitis hinein, weil es letztendlich einfacher ist, all diese Dinge in 2D zu erstellen als in 3D.
und sich dann um die Materialien zu kümmern. So konnten sie das endgültige Konzept in dieser Hinsicht noch verfeinern. Und das war kein geradliniger Prozess von A nach B, es war ein sich wiederholender Prozess. Wenn wir uns also zwischendurch einige der anderen Konzepte ansehen, zum Beispiel wie hier die Barrieren, die Kontrollen, hat CRG an einem Punkt darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn sie diese Kontrollpunkte, diese Barrieren einführen, die die Bandenmitglieder, dann die Gangs, an einem Punkt aufstellen würden. Was bedeutet das für uns als Spieler? Was macht ein Spieler an solchen Punkten? Wird er auf Gangmitglieder treffen? Wird er versuchen, einen Ausweg, einen Umweg zu finden? Wird er versuchen, sich irgendwie einzuschleichen, gut Freund zu werden? CRG hat hier also die Konzepte hier und da mehr oder weniger verändert. Das führte dazu, dass sie am Ende eine schöne Vielfalt an Konzepten oder verschiedenen Arten von Konzepten hatten, aus denen sie sich die besten Teile herausgepickt haben. Oder die anderen Teams, das Environment-Team, das Design-Team, die konnten sich die besten Ideen aus diesen Konzepten herauspicken. Und das war so ziemlich die Zusammenfassung der Konzeptentwicklung für das Innere der Raumstationen von Pyro. CRG hat viel über das Innere der Stationen gesprochen. Sie haben sich viele Konzeptzeichnungen angeschaut, aber jetzt können wir zu Josh wechseln, der darüber sprechen wird, wie sie mit der visuellen Entwicklung in der Engine beginnen. When we take some concepts and we start to do some ideation, some visual development in the engine. Hi, my name is Josh Van Zuylen. I'm Josh Van Zuylen, der leitende Environment Artist hier bei Cloud Imperium Games. Wir werden jetzt das visuelle Ziel der Pyro-Raumstationen durchgehen und einige Dinge für die Vorproduktion dieser heruntergekommenen Outlaw-Raumstationen vornehmen. Was wir hier vor uns haben, ist offensichtlich der Food Court unserer jetzigen Stanton-Raumstationen. Joshs Team hat gerade alle Stationen auf Vordermann gebracht. Jetzt hat Josh diesen schönen Schmutz auf all diesen Oberflächen. Wenn er die Arbeitslichter aber jetzt ausschaltet, die hoffentlich die gewünschte Stimmung erzeugen werden, dann sehen wir, dass eine ganze Reihe von Dingen direkt vor unseren Augen passiert. Wir können sehen, dass wir es mit dichtem Nebel zu tun haben. Aber jetzt nicht so sehr auf die Partikel achten. Darauf gehen wir später noch ein bisschen ein. Wir haben hier noch ein paar Lichtbereiche, die durch die Dachsparren schießen. Und hier drüben haben wir auch noch eine. Josh wird hier noch schnell ein paar Kabel hinzufügen, was nicht nur für die Art Direction wichtig ist, sondern auch für eine schöne Parallaxe in der Szene. Es gibt auch ein paar gestalterische Einschränkungen in diesem Raum. Eine davon ist, dass es eine Bande und eine allgemeine Zivilbevölkerung gibt. Eines der Dinge, die CRG in Bezug auf das Design in diesem Raum tun wollte, war, sie in einer Art Stoffsystem zu trennen. CRG wollte also damit beginnen, einige der Anforderungen zu erforschen, die sich daraus ergeben. Eine davon ist, wie Josh bereits erwähnt hat, dass man hier noch nicht hochkommt, wenn man nicht Teil der Gang ist. Sie müssen also Instrumente einführen, die dabei helfen, das auch entsprechend spielerisch darzustellen. Wer ist nicht Teil der Gang und wer hat die Möglichkeit, sich dort hineinzuarbeiten oder ist dann eben Teil der Gang? Und um hier auch Grenzen zu ziehen, verwenden sie Kontrollpunkte. Und nur so am Rande, all diese Dinge, die sind noch in Arbeit und nichts ist endgültig. Also alles nicht zu ernst nehmen, da wird noch viel dran gearbeitet. So, hier fehlen uns noch ein paar Kleinigkeiten, aber eine der Möglichkeiten, wie Josh das lösen will, ist mit Graffiti. Also wird er sich jetzt um diese Graffiti-Details kümmern. Wir können sehen, dass die Wände hier ein wenig verschwinden. Es ist ein sehr subtiler Effekt in diesem Bereich, aber wir werden sehen, dass er in anderen Bereichen viel stärker zum Vorschein kommt. Jetzt müssen wir nur noch anfangen, die Sachen in die Umgebung einzufügen. Wir haben hier eine Menge Verkaufsstände. Josh möchte wirklich diese enge Atmosphäre schaffen, wie sie auch in dem Konzept zu finden war, und herausfinden, wie weit er die Grenzen der Engine, aber auch die der technischen Systeme von CRG ausreizen kann. Eines der Dinge, die CRG sofort klar war, ist, dass die KI in engen und geschlossenen Räumen wirklich Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden. Sie müssen sich also Bereiche wie diesen hier und diesen hier ansehen, um sicherzustellen, dass sie auch breit genug sind, damit wir alle dort agieren können, gemeinsam mit der KI, ohne dass es völlig komisch aussieht. Josh hat vorhin die Beleuchtung erwähnt. Er wird also die Arbeitslichter, die hier bisher angeschaltet sind, ausschalten. Und wir werden sehen, was er damit meint. So far, and you'll start to see what I mean. So we've got a whole bunch of stalls here. Also, wir haben hier im Moment einen großen Haufen Buden. Die gesamte Szene wird von diesen Ständen beleuchtet und sonst von nichts. Das wird noch ein ganzes Stück so weitergehen. Und die Buden selbst wurden schon ein bisschen beleuchtet. Das sieht schon ganz gut aus, aber sie haben noch nicht die Konsistenz, die CRG auf der obersten Ebene erreichen möchte.
Sie spiegeln noch nicht das Leben wider, was Josh haben möchte. Außerdem gibt es hier Bereiche, die komplett in Dunkelheit versinken, was nicht so schön ist. Wie Josh schon sagte, wird er die Beleuchtung im Laufe des Prozesses anpassen. Aber um zu sehen, wie viel Einfluss die Beleuchtungsarbeit auf Umgebungen wie diese hat, schaltet er diese nochmal ein. Wie wir sofort sehen, wirkt die Umgebung jetzt viel dichter. Sie ist viel voluminöser. Die ganze Wärme kommt jetzt rein. Die Wärme schimmert durch alles hindurch. Wir haben diese kleinen tragbaren Lampen, die den Ort beleuchten. Es gibt welche, die vom Dach hängen und welche, die in den Ecken stehen und so weiter. Und so langsam gefällt Josh das alles sehr, sehr gut. Aber er hat vorhin den Regen erwähnt und was er damit meint. Ja, also wir reden jetzt über Regen. Warum regnet es in einer Raumstation? Nun, das hier ist normalerweise eine sehr kalte Raumstation. Und wenn die Leute in diesen Bereichen hier in der Mitte sind, weil hier so viel passiert, wird es langsam wärmer. Wir haben die Heizungen hier. Und dann gibt es Leute, die den Großteil ihrer Sachen instand halten und einen Großteil der Wärme selbst erzeugen. Menschen erzeugen Wärme. Das ist ein erstklassiger Ort, an dem wir alle sein wollen, oder? Wenn also viele Leute auf so engem Raum zusammen sind und dann kochen, heiße Luft erzeugen, dann steigt diese heiße Luft in dieser Umgebung auf und es fängt an zu regnen. In this environment and it starts to get that massive cavern, right, that we've got up here. All the way up to the roof there. Die heiße Luft steigt also nach oben, kühlt sich ab und es fängt im Inneren an zu regnen. Und in vielen Fällen entsteht sogar ein bisschen Eis. Das heißt, wenn erst einmal alles heruntergefallen ist, dann ist es ziemlich nass und feucht auf dem Boden. Es ist zwar immer noch kalt und bei den Heizungen ist es etwas wärmer, aber wegen dieses seltsamen Ereignisses ist es generell sehr feucht hier drin. Der Regen, so wie er jetzt ist, ist nur ein Platzhalter, den Josh sich von Squadron 42 ausgeliehen hat. Das muss natürlich noch angepasst werden, um die Regenmenge zu erreichen, die er in dieser Umgebung haben will. Und das wird nicht verrückt sein. Aber es dient als Proof of Concept für das, was er zu erreichen versucht. Das war es dann auch schon mit den Pyro-Stationen. Während wir also das Pyro-System weiter erforschen, schauen wir uns jetzt mal die Planeten und Monde an, die in diesem System zu finden sind. CRG hat sich überlegt, dass es interessant wäre, darüber zu sprechen, wie sie ein System von Grund auf entwerfen. Wie bei allem, was sie tun, fangen sie immer mit der Geschichte an, mit der Lore, bevor sie einen Stift zu Papier bewegen oder über das Spielerlebnis diskutieren. Sie gehen immer von der Welt aus, die Dave und andere sich ausgedacht haben. Es ist auch so, dass Pyro schon sehr früh in dem Prozess erdacht wurde. Aber wenn CRG es schließlich aus einer realistischen, praktischen Perspektive angeht, wie sie es bauen wollen, wie jeder Planet aussehen soll, dann ist es wichtig, mehr Fragen zu stellen, um das Ganze zu konkretisieren, denn sie haben es absichtlich etwas vage gehalten, weil sie wollten, dass das Grafikteam das macht, was sie machen, und die Designer das machen, was sie machen, wofür sie eingestellt sind, woran sie Spaß haben. Als CRG also mit dem Erkundungsprozess begann, wussten sie, dass sie sich in einem gewissen Rahmen bewegen mussten. Also dachten sie, okay, wie entwerfen wir eigentlich ein System? Und im Grunde genommen gibt es drei Hauptbereiche. Da es sich um ein Weltraumspiel handelt, ist die Aufnahme von Planeten natürlich sehr, sehr wichtig, denn das beschreibt alles, von der Aufteilung der Kontinente bis hin zur grundlegenden Farbpalette. Also fingen sie gleich damit an, Ideen für die wichtigsten Einführungsaufnahmen zu skizzieren. Von dort aus ging es dann an die Key Art, die Schlüsselgrafik. Bei der Key Art geht es also um die Oberfläche. Wie ist die Stimmung? Was ist der Ton, den wir sehen wollen? Das Erste, was sie in Angriff nehmen wollten, war Pyro 1, weil David dieses wunderbare Bild beschrieben hatte. Und die Teams hatten schon eine klare Vorstellung davon, wie es aussehen sollte. Also haben sie sich Pyro 1 zuerst vorgenommen. Und sie wollten etwas Feindliches. Sie wollten was Gefährliches. Dazu gehörte auch, dass sie die Grenzen ihrer derzeitigen Technologie kannten, aber sie wussten auch, was sie in Bezug auf ihr zukünftiges technisches Wetter auf den Planeten machen wollten. Also haben sie bei ihren Erkundungen die Ideen verrückt spielen lassen. Sie gingen also durch die verschiedenen Planeten und entwarfen ein paar Schlüsselzeichnungen. Und wieder hängten sie alle an dem Board, um zu überprüfen, ob sie alle innerhalb dieser Palette bleiben, aber trotzdem eine Vielfalt erreichen können. Sie bekommen diese Vielfalt an Farben, Farbtönen, Wertestrukturen, Silhouetten, Kompositionen. Denn selbst bei einem Planeten wie Stanton gibt es Vielfalt.
Das war sehr wichtig, denn wir sollten weiterhin das Gefühl haben, uns im Weltraum zu befinden. Aber in Stanton haben sie Planet für Planet entwickelt und jetzt entwickeln sie ein komplettes System auf einmal. Also setzen sie den Optimierungsprozess fort. Sie hatten die Einführungsaufnahmen, sie hatten einige Schlüsselbilder und dann erstellen sie das, was sie Breakout Packs nennen. Das ist der Punkt, an dem sie mit dem Design darüber sprechen, was die interaktiven Elemente sind, auf die die Spieler stoßen können. Es sind Fragen wie, welche Mineables gibt es, welche Harvestables gibt es? Und dann fangen sie an, kleine Breakouts für all diese Designpakete zu entwerfen, die dann an das Team gehen. Von dort aus werden weitere Ideen und Designparameter entwickelt und alles wird dann für Chris Roberts zusammengeführt. Und dann kann man sich das System quasi von oben wie ein Kommandant ansehen. Und dieses ganze Konzept inklusive der Breakouts haben sie dann Dave und Chris und Todd gezeigt und dann hat man plötzlich die Bilder, wie alles aussehen soll. Man hat den Breakout, also das, was man dort dann an interaktiven Möglichkeiten hat. Und von dort aus kann man dann die Dinge anfangen, so zu verändern und anzupassen und zu formen, dass sie ein Spielerlebnis, ein konsistentes Spielerlebnis ergeben und widerspiegeln, was CRG vermitteln möchte. Das war jetzt eine Momentaufnahme des visuellen Erkundungsprozesses, den CRG bei der Entwicklung eines Systems von Grund auf anwendet. Jetzt zum ersten Mal bei Pyro und zukünftig dann bei auch allen anderen Systemen. So, und jetzt gibt es eine kleine Redepause und es gibt ein Video zur Auflockerung, das vom Art-Team erstellt wurde. Es zeigt ein Kaleidoskop von Planeten und Monden aus Pyro und stellt einige der neuesten und besten Techniken, Prozesse und Werkzeuge vor, die dem Art-Team zur Verfügung stehen. Und damit schließen wir diesen ersten konzeptionellen Teil und im nächsten Teil geht es dann weiter mit Wolken.